Fußball ist unser Leben war 1974 der Song, der die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM begleitet hat. 2014 singt jeder mit, wenn Auf uns von Andreas Burani gespielt wird. Die Schüler des Maximilian von Morschelar-Gymnasium in Vilsbiburg machen da keine Ausnahme. Zur WM ist Hochmut unbedingt erlaubt. Darum ist klar, auf welche Mannschaft Schülersprecherin Katrin beim WM-Viertelfinale tippt. Ich sage, es geht 1-1 aus und im Elfmeterschießen gewinnen wir dann. Katrin und ihr Kollege Philipp lernen beide an der Schule Französisch. Ihre Liebe zu Frankreich hängt nicht vom Spielverlauf ab. Nicht wirklich so krass, weil ich denke mir eigentlich, das ist ja bloß ein Spiel und wir verstehen uns ja dann nach wie vor irgendwie nur gut. Für mich ist es nur interessant, dann auf Facebook die ganzen französischen Freunde zu beobachten, was die so tippen und wie die so reagieren. Ja, das finde ich eher interessant. Falls die beiden am Tag danach einen Franzosen treffen würden, fielen ihre Reaktionen sehr unterschiedlich aus. Ganz normal Hallo und keine Veränderung gäb's da. Ja. Ich werde dann wahrscheinlich einfach bloß auslachen und zu ihm sagen, dass wir uns bei der nächsten EM oder WM dann treffen. Und falls sie gewinnen haben? Dann werde ich wahrscheinlich voll verschämt den Boden reinschauen und versuche einfach bloß wegzugehen. Auch am Gabelsberger Gymnasium in Mainburg wird die deutsch-französische Freundschaft gepflegt. Bereits in der kommenden Woche werden Gäste aus Nordfrankreich erwartet. In Sachen Fußball sind sie, vielleicht auch darum, sehr diplomatisch. Es zählt halt nun einfach mal jeder Gegner. Man muss gegen jeden sich irgendwie durchsetzen können. Und ich denke mal, die Schüler sind auch so fair, dass sie sagen, also wenn die Franzosen wirklich besser spielen als wir, dann sollen sie auch als verdiente Sieger vom Feld gehen. Egal wie das Spielergebnis lauten wird, die Mainburger planen bereits ein großes Programm für ihre französischen Gäste. Fußball bedeutet also nicht für alle die Welt. Und eine echte Freundschaft hält auch einen Rückschlag aus.